Wie kann die optimale Energieversorgung für ein Quartier mit Strom und Wärme ermittelt werden? Darüber spreche ich jetzt mit Friede Schmidt und mit Timo Richard von Vela Solaris. Einfach clever. Der Podcast für die kommunale Energiewende. Hallo Timo, hallo Frieda. Hallo Harald. Vielen Dank für die Einladung. Timo, ganz kurz zu Beginn, wer ist Vela Solaris und was verbirgt sich hinter dem Begriff Polysan? Also Vela Solaris ist ein Unternehmen in der Schweiz, in Winterthur beheimatet, wurde 2007 gegründet und wir sind mittlerweile ein Team von 15 Leuten. Und Polysan ist quasi unser Kernprodukt. Das gibt es schon eine ganze Weile länger, und zwar seit 1992. Das wurde damals im Institut für Solartechnik in Rapperswil in der Schweiz entwickelt, wurde aber seitdem konsequent weiterentwickelt, zwischenzeitlich mal komplett über den Haufen geworfen und neu entwickelt und seitdem erweitert. Anfangs ging es nur um das Thema Solarthermie in dieser Software. Mittlerweile ist es aber so, dass jegliche gebäuderelevanten Energiewandlungstechnologien damit eben analysiert, bewertet, simuliert werden können. Also es ist ein Werkzeug zur ganzheitlichen, gestützten Planung von Energiesystemen, sprich ganzheitlich heißt Strom, Wärme und Mobilität bezüglich Stromverbrauch von Elektroautos kann dort eben berücksichtigt werden und auf der anderen Achse die Bereitstellung, Speicherung und der Verbrauch von dieser Energie. Jetzt die Simulation, Abschätzung von Photovoltaikenergie, Heizenergie, Elektromobilität im einzelnen Gebäude. Ich denke, das kann man sich vorstellen, dass man das simulieren, planen kann. Was sind aus deiner Sicht, aus eurer Erfahrung heraus, die Herausforderungen, wenn man das jetzt für mehrere Gebäude macht, zum Beispiel in einem Areal oder sogar in einem Quartier? Wie kann man da denn rausfinden, wie viel Prozent der Sonnenstromerzeugung man zum Beispiel in dem Quartier dann selber nutzen kann? Ja, letztendlich, also in einem Quartier redet man natürlich immer über viele Gebäude. Das heißt, es geht darum, dass beispielsweise verschiedene Ausrichtungen hat von Dächern, die man natürlich berücksichtigen muss, dass die unterschiedliche Wärmeverbrauchscharakteristiken haben. Und über entsprechende Modelle kann man die dann aber eben trotzdem abbilden. Auch man kann also über ein Einfamilienhaus beispielsweise weit hinausgehen. Und größte Herausforderung in Quartiersprojekten ist wahrscheinlich, dass man einfach einen deutlich höheren Energieverbrauch pro verfügbarer Fläche hat. Das war ja auch sicher ein wichtiger Punkt in Freiburg-Dietenbach in dem Projekt, was jetzt in den vergangenen Podcast-Folgen schon besprochen wurde, dass man da einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr Arbeit und Hirnschmalz reinstecken muss, diese Energie auch wirklich bereitzustellen. Das heißt, ihr könnt in eurer Software sowohl Strom wie auch den Wärmeverbrauch darstellen, auch einzelne Gebäude, das Wärmelastverhalten von dem Gebäude zum Beispiel, dann mit simulieren, also auch damit dann unterschiedliche Gebäude in der Effizienzstandards. Genau, also es gibt in Polysan eben ein physikalisches Modell mit Flächendimensionierung, mit Wärmedurchgangskoeffizienten nach außen, mit dem man eben den Wärmebedarf über ein Betriebsjahr simulieren kann. Und das ist dann quasi die Nachfrage der Energie und die kann man dann eben mit verschiedenen Kombinationen von Technologien decken, beispielsweise Photovoltaik, Solarenergie, Wärmepumpen, diese ganzen Themen. Das ist eben die Wärmeseite und auf der Stromseite ist es auch so, dass Umlastprofilen auch ausstatten kann, sag ich mal, sodass beispielsweise Gewerbe hat natürlich ein anderes Profil als Wohnheit und die kann man eben auch entsprechend überlagern. Und man kann das entweder so machen, dass man mehrere Gebäude in ein Modell einbaut oder was eben eine deutlich einfachere und häufig auch sehr zielführende Methode ist, man aggregiert endlich das Quartier in eine Simulationseinheit und lagert so diese verschiedenen Profile. Jetzt, wenn man ein Heizsystem auslegt, wird ja in der Regel nur die maximale Heizlast betrachtet, also den Auslegungsfall minus 20 Grad bei einem entsprechenden Gebäudeeffizienzstandard. Damit hat man im Schritt die Leistung
von so einer von der Heizungsanlage, die bei 3, 5 kW oder 10 kW liegt. Und aus der Erfahrung weiß man ja dann, dass so eine Wärmepumpe, je nachdem, welcher Typ das ist, man eine entsprechende Jahresarbeitszahl hat, die bei 3,5 oder 4 liegen kann, je nachdem. Und daraus berechnet man dann den Strombedarf. Also das ist ja so üblicherweise die statische Betrachtung oder die integrative Betrachtung, wenn man jetzt den Strom- und Wärmebedarf aufs Jahr hin betrachtet. Wo kommen denn solche Betrachtungen an die Grenzen oder umgekehrt gefragt, wann lohnt sich das denn, das über eine Jahressimulation zu machen und tatsächlich über Jahresverbrauchs, also über Zeitreihen entsprechend zu berechnen? Genau. Ja, also statische Betrachtungen waren ja immer dann angemessen, wenn es um ein relativ Abnehmen ging, beispielsweise um eine Gastherme, wo man einfach auf einen Lastpunkt auslegt und dann einfach Gas nachfüttert, wie eben gerade Wärme gebraucht wird. Aber jetzt geht es natürlich stärker darum, in aktuellen Quartiersprojekten, dass man den erneuerbaren Anteil erhöht, dass man intermittierende Quellen, erneuerbare Quellen eben einbindet. Und das Wärmepumpe, was du gesagt hattest, letztendlich ist ja auch ganz entscheidend, sowohl für den Autarkiegrad und für den Anteil der Erneuerbaren als auch für die Kosten, dass möglichst viel Photovoltaikstrom in diese Pumpe gefüttert bekommt. Und dann, da muss man natürlich das Thema Gleichzeitigkeit betrachten. Wann scheint überhaupt die Sonne? Wann liefert die PV-Anlage Strom? Und wann betreibe ich die Wärmepumpe dazu? Und was kann ich tun, um diesen Anteil hochzubekommen? Beispielsweise Stromspeicher in Zukunft, wenn die nochmal deutlich günstiger werden. Oder auch thermische Speicher, dass man eben die Wärmepumpe tagsüber, wenn Sonne da ist, einfach schon mal vorarbeiten lässt ein Stück. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das heißt, statische Betrachtung geht immer dann, wenn man halt zum Beispiel fossile Energieträger hat und man nur eine Leistung betrachten muss mit einer Gastherme. Aber wenn man in einem Quartier tatsächlich die vor Ort verfügbare, insbesondere die Sonnenenergie oder auch die Wärmeenergie vor Ort nutzen möchte, muss man natürlich schauen, wie viel ist zu einem jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich verfügbar. Wie viel Prozent kann man davon dann direkt nutzen? Mit welcher Flexibilität kann man dann, wie du sagst, zum Beispiel über einen Wärmespeicher oder auch einen Batteriespeicher die Lasten verschieben, um daraus dann eben entsprechend zu ermitteln, wie viel Prozent des Wärmebedarfs und des Strombedarfs kann ich eben mit eigenen Quellen entsprechend decken und wie viel muss ich entsprechend zukaufen oder welchen Überschuss habe ich? Und das sind natürlich dann die zentralen Parameter, die man nachher dann für die Wirtschaftlichkeitsberechnung braucht. Wenn ich weiß, wie viel Prozent der Erzeugung kann ich eben selber nutzen. Genau, also das ist eine Dimension, wo Simulation gegenüber der statischen Betrachtung überlegen ist. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass Wärmepumpen jetzt mal als Beispiel zum Beispiel auch von der Quelltemperatur abhängig sind. Und die Quelltemperatur, den Temperatur im Erdsondenfeld, in einem Eisspeicher, den kann man auch dann natürlich nicht als fix annehmen, sondern der variiert eben im Betriebsjahr. Und auch da muss man eigentlich mit Simulation arbeiten in irgendeiner Form, um diese physikalischen Effekte, die da ablaufen, diese Abkühlung im Verlauf eines Winters zu berücksichtigen, weil dadurch natürlich auch die Arbeitszahl der Wärmepumpe im Verlauf sinken wird. Das heißt, man kann über so eine Simulation tatsächlich auch das Wärmeverhalten, ne, die Erdwärme, wie sich ein Wärmenetz verhält, welche Vorlauftemperatur ich tatsächlich abbilden mit den entsprechenden physikalischen Modellen und so dann einfach deutlich belastbare Aussagen zu bekommen, wie viel Prozent des Wärmebedarfs kriege ich eben zu welchem Zeitpunkt gedeckt oder wie hoch ist dann tatsächlich der Strombedarf von diesen Wärmepumpen. Ne? Genau, ganz genau das. Hm. Jetzt ist bei vielen Quartiersprojekten ja aber auch das Thema Vergleich, Systemvergleich. Wir kommen dann nachher mit Friede Schmidt ja auch nochmal auf das Thema. Habt ihr dann da Erfahrung oder wie kann man das machen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein heißes Nahwärmenetz mit einem kalten Nahwärmenetz vergleichen will oder auch gucken will, was sind die Vorteile von CO2-freier Versorgung versus zum Beispiel in einer klassischen Erdgasversorgung? Welche Möglichkeiten bietet da eure Lösung? Letztendlich kann man in unserer Software verschiedene Varianten vom System auch aufbauen. Also man kann dann quasi ein Grundsystem haben und das nur leicht variieren und gegeneinander vergleichen und analysieren. Man kann aber natürlich auch völlig unterschiedliche Systeme
miteinander vergleichen und dann eben eine Vergleichssimulation durchlaufen lassen, um sich entsprechend die Ergebnisse darstellen zu lassen, um da eine gute Aussage zu treffen. Und was du gerade schon sagtest, das sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Zielgrößen, die da von Projekt zu Projekt relevant sein können. Kosten sind natürlich immer ein Faktor. Autarkiegrad ist ein Faktor. Das Beispiel in Freiburg, in Dietenbach war eben, dass das über Jahresbilanz ein klimaneutrales Quartier wird. Und ja, je nachdem, was da eben die relevante Kenngröße ist, kann man auf die hin dann die entsprechende Auswahl treffend optimieren. Eine Herausforderung bei der Simulation oder Planung von solchen Quartieren ist ja, dass man die Energieverbräuche ja noch gar nicht wirklich kennt. Man weiß noch nicht, welche Bewohner nachher in den Wohnungen einziehen werden. Man weiß auch, wenn es Gewerbebetriebe ist, man kennt das Lastprofil noch nicht. Wie kann man eigentlich mit dieser Unsicherheit umgehen? Wie kann man die eigentlich abbilden, sodass man am Ende doch zu belastbaren Aussagen kommt? Ja, auch da könnte man zum Beispiel mit Varianten arbeiten, dass man einfach das gleiche System mit verschiedenen Belegungsprofilen und Stromverbrauchsprofilen ausstattet und einfach mal schaut, wie sich dieses Energiesystem unter diesen verschiedenen Bedingungen verhält. Das ist zum Beispiel insbesondere sicherlich interessant, wenn man mal überlegt, wie viel Elektromobilität wohl auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Das ist sicherlich eine große Bandbreite, um die es da geht. Ziemlich viel unsicher, wie viel es wirklich wird in 10 Jahren. Oder zum Beispiel im ganz konkret, Dietenbach wird ja über 20 Jahre meines Wissens entwickelt. Und das sind natürlich dann auch verschiedene Zubauszenarien, die man da berücksichtigen muss, die man in so einem Variantenvergleich eben abbilden kann. Und ein anderes Werkzeug ist eben, dass man Parameterstudien macht. Das ist nochmal viel einfacher. Da kann man einfach einzelne Parameter in dem Modell variieren und schauen, was dann mit den entsprechenden Zielgrößen passiert. Also wenn ich weniger PV oder mehr PV zubaue beispielsweise, was passiert denn wirklich am Ende? Was für einen Einfluss hat das auf meine Zielgrößen? Also für zentrale Parameter kann ich dann sagen, von bis variiert es in 5 Werten. Und das kann ich für die zentralen Parameter insgesamt anlegen, definieren und in der Software werden die jeweiligen Varianten dann durchgerechnet und ich bekomme dann so einen Lösungsraum oder von bis so Min-Max-Wert dann heraus. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Das ist eben ganz klassisch eine Parameter, wie du schon sagtest, entsprechend Parameterfaktoren definiert und die werden letztendlich nacheinander durchsimuliert, diese verschiedenen Fälle und am Ende bekommt man eine Tabelle, wo eben das dokumentiert ist, worauf es am Ende ankommt, wo eben die entsprechenden wichtigen Parameter und Zielgrößen drin gelistet sind für diese verschiedenen Varianten, die eben analysiert. Okay, vielen Dank schon mal an der Stelle für den ersten Teil. Damit möchte ich zum Frieder Schmidt kommen. Frieder Schmidt, du bist freier Energiesystemberater, warst viele Jahre in der Energiewirtschaft unterwegs und du hast ein Quartiersprojekt jetzt mit begleitet, dafür eine Studie, eine Machbarkeitsstudie erstellt, Quartiersprojekt Harthausen. Erzähl mal kurz, worum ging es bei diesem Projekt? Was waren da so die Herausforderungen? Ja, Harald, schönen Dank für die Gelegenheit, das Projekt mal darzustellen. Ich einfach mal frage, was ist das Quartiersprojekt in Harthausen? Ich würde es kurz beschreiben. Es ist also ein Neubau-Erschließungsgebiet mit einer Bruttogrundfläche von ca. 2 Hektar und geplant sind dort 30 bis 35 zu bebauende Einfamilienhäuser und vielleicht wenige Doppelhaushälften. Dieses klare Bebauungsziel, was dann natürlich auch, da kommen wir später drauf, sagen wir mal nochmal die Energiebedarfsdefinition relativ einfach. Es ist ein neuer Baugebiet, was am Rande der Gemeinde Harthausen in der Südpfalz liegt, die relativ klein mit 3.300 Einwohnern ihren dörflichen Charakter gewahrt hat, aber trotzdem in der unmittelbaren Nähe der kreisfreien Stadt Speyer liegt, die mit 50.000 Einwohnern stark am Wachsen ist, aber Bebauungsgebiete eigentlich an der Grenze der Machbarkeit ist. Insofern ist natürlich das Umland relativ interessant auch. Und das Besondere an dem Projekt ist, dass es auf Initiative einiger Grundstückseigentümer zusammen mit der Ortsgemeinde entstanden ist und dann Sitzungen mit den Grundstückseigentümern
alle diese und auch der Gemeinderat einstimmig von dem Projekt begeistert sind, alle mitwirken. Das ist natürlich eine recht komfortable und schöne Ausgangssituation. Alle möchten also die Ziele, die ich nachher beschreibe, die, in die wir gehen wollen, auch mehr unterstützen. Und damit natürlich solche Themen wie Partizipation, Transparenz, Akzeptanz und Konsens durchaus auf der Agenda. Und damit sind wir dann in die Initiative gegangen und haben gesagt, wir müssten doch eine umfassende, ergebnisoffene Machbarkeitsstudie initiieren, die zunächst mal auch konventionelle Versorgungsarten, also ganz einfache Stromversorgung mit Luft-, Wasser-, Wärmepumpen oder auch, sage ich mal, eine normale, dezentrale Gasversorgung damit berücksichtigt. Und die wurde also beschlossen und aber auch gemeinsam finanziert. Und glücklicherweise hat auch noch das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz diese Studie zusätzlich gefördert. Die ist inzwischen abgeschlossen, die Ergebnisse liegen vor und jetzt finden gerade Gespräche mit Energiedienstleistungsunternehmen statt. Okay, es ist sehr, sehr spannend, weil das Thema Neubaugebiet betrifft ja sehr, sehr viele Gemeinden. Es wird ja sehr, sehr viel gebaut in den nächsten Jahren und aktuell. Welche Varianten habt ihr jetzt da konkret untersucht? Das ist ja schon mal angesprochen, Luftwasserwärmepumpen, dezentrale Gasthermen. Also was war das Spektrum der Versorgungsvarianten, die ihr jetzt für dieses Neubaugebiet untersucht habt? Wir wollten in der Breite zunächst ergebnisoffen die unterschiedlichsten Varianten und auch konventionelle Referenzvarianten untersuchen. Also wir haben 4 Konzepttypen definiert. Einmal die Stromversorgung, die reine Stromversorgung mit dezentralen Luft-Wasserwärmepumpen. Die zweite konventionelle Variante war die dezentrale Gasversorgung und 2 weitere Varianten betrafen einmal die Kaltenabnahme mit Erdwärmesondenfeldern und dezentralen Solewärmepumpen in den Häusern und die warme Nahwärme mit BHKW und zentraler Wärmepumpe. Okay, und dazu aber auch Photovoltaikanlagen auf den entsprechenden Gebäuden. Das war immer Standard dabei oder habt ihr das auch gehabt? In jedem dieser Varianten waren auf den Gebäuden 7 Kilowatt Peak Photovoltaikanlagen vorgesehen, die dann in den unterschiedlichsten Wirkungsmechanismen, sag ich mal, die Stromversorgung dort genutzt haben. In weiteren Varianten haben wir dann noch Quartierspeicher und dezentrale Speicher untersucht und miteinander verglichen, was ja mit Simulationsprogrammen relativ einfach und effizient möglich ist. Das heißt, ihr habt das ganze Neubaugebiet dann jetzt auch als ein Areal, also ein abgeschlossenes Netzgebiet betrachtet und da dann auch die Gleichzeitigkeitseffekte, Summeneffekte des PV-Erzeugung insgesamt von allen Gebäuden mit berücksichtigt. Also nicht nur das Einzelgebäude, sondern auch tatsächlich das Quartier oder das Areal in der Summe. Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Harald. Wir haben einen wesentlichen Punkt und ein wesentliches Kriterium auch bei der Auswahl, war am Schluss auch der Netzbezug. Also das Ziel war natürlich, den Netzbezug weitem zu minimieren. Insofern arbeiten die Systeme zusammen. Also wir hatten da auch die 4 Stufen bei der Bearbeitung und das eine war tatsächlich ein umfassendes, intelligentes Energiemanagement, was dieses Areal optimiert hat. Also wir haben wie beim zellularen Ansatz, der ja da schon oft auch beachtet wurde, sowohl eine Objektzelle, die optimiert wurde, so wie du sagst, aber auch natürlich das Areal als Community wird optimiert über ein digitales Energiemanagement. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll und sagen wir mal, dieser Community- und Quartiersgedanke ist dort auch sehr ausgeprägt. Vorgespräch hast du ja noch erläutert, dass ihr aber nicht nur die Energieversorgung, sondern auch die Gebäude, verschiedene Gebäudeeffizienzstandards mit betrachtet habt, also normale NF oder KfW 55, KfW 40. Das waren auch sehr spannende Ergebnisse. Kannst du da nochmal erläutern, aus eurer Sicht, was sich da ergeben hat, wie sich so höhere Effizienzstandards denn auswirken auf die Wirtschaftlichkeit? Ja, bei der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie haben wir im Wesentlichen 4 Stufen.
Studie. Das erste war also ganz konventionelle Gebäudeenergiebedarfsberechnungen, die wir dann weitergenommen haben. Dort war uns wichtig, auch mal herauszuarbeiten, was denn die unterschiedlichen Gebäudeenergiestandards an Konsequenzen ergeben. Also wir haben dort in 12 Variationen unterschiedlichste Gebäudeenergiestandards angenommen. Einmal ganz konventionell NF-Gebäude. Dann haben wir KfW 55 Gebäude und KfW 40 Gebäude genommen. Wir haben also explizit hier keine Passivhausstandards simuliert und betrachtet. Da wir, ich nehme mal so ein Ergebnis ein bisschen vorneweg, da wir meinen, wenn wir sowieso in hohe Grade erneuerbare Energien gehen, letztlich, sage ich mal, nicht mehr unbedingt der Energiebedarf das Wesentliche ist, sondern die Effizienz, die Autonomie, der Selbstverbrauch und, sage ich mal, die Optimierung des gesamten Areals. Die Ergebnisse, die wir dann auch in eine Lifecycle-Analyse, also eine Kostenanalyse über die 50 Jahre für die einzelnen unterschiedlichen Häuser betrachtet haben, war auch sehr interessant. Also wir haben dort sowohl die Kapitalkosten wie als auch die Betriebskosten für die jeweiligen Gebäude uns betrachtet. Und es ist sehr, sehr interessant gewesen und natürlich auch, sagen wir mal, ein wichtiger Merkposten, dass die Lifecycle-Kosten insgesamt für die verschiedensten Varianten, wie eben beschrieben, dezentral versorgt, zentral unterstützt versorgt, in den verschiedenen Gebäudeenergieklassen, in der Gesamtsumme weniger als 4% variieren. Also es ist klar, dass natürlich Investitionen am Anfang, ich sage mal in Klammer, bei relativ niedrigen derzeitigen Nochzinsen, natürlich über niedrigere Betriebskosten sehr, sehr gut wieder kompensiert werden. So, das Fazit ist eigentlich hier, Gebäudeenergiestandard bei einer Lifecycle-Analyse eigentlich gar kein wesentlicher Faktor ist, sondern andere Dinge wichtig sind. Und aus eurer Sicht ist vor allem die passende oder die optimierte Systemauslegung spielt eine hohe Relevanz? Genau. Wenn du sagst, andere Dinge sind wichtiger, was sind das? Die wesentlichen ausschlaggebenden Faktoren sind einfach die Effizienzauslegung, die Autonomiezielsetzung, die Vermeidung oder Verminderung von Netzbezug, die Maximierung des Einsatzes von erneuerbaren Energien. Also systemische Betrachtung wiegt hier sehr viel stärker als jetzt die reine Gebäudeenergieeffizienz. Also wirklich die Gesamtschau des Gesamtsystems, eben nicht nur den Verbrauch, also Gebäudeeffizienz, Dämmstandard, sondern auch, wo kommt die Energie her, wie wird sie genutzt und wie können auch Gleichzeitigkeiten zwischen den Gebäuden in einem Areal dann sinnvoll ausgenutzt werden, zum Beispiel durch so ein Energiemanagementsystem. Ganz genau. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, mindestens für euren Fall. Was ist denn jetzt die Lösung, die bei euch, bei eurer Studie jetzt als wirtschaftlichste über die 50 Jahre betrachtet rausgekommen ist? Also welche Lösung hat sich da durchgesetzt oder war am vorteilhaftesten? Wir haben eigentlich, also auch auf Zahlenbasis aus der Simulation heraus, sehr, sehr genau, sage ich mal, die energetischen Ergebnisse und aber auch wirtschaftlichen Ergebnisse miteinander vergleichen können. Also wir haben ganz konkrete Zahlen natürlich bekommen für den Netzbezug, für die Stromerzeugung, die Wärmeerzeugung, den Eigenverbrauch, die Autonomiegrade und all die Dinge, die da quasi in der gesamtsystemischen Betrachtung da wichtig sind. Und es hat sich eindeutig herausgestellt, dass die kalte Nahwärme, also das Sammeln von Erdwärme und die Speicherung von Energie im Sommer wie auch im Winter, das ist ja der Vorteil, sag ich mal, an kalten Nahwärmesysteme, dass sie auch im Sommer sehr gute Dienste leisten kann, die besten Ergebnisse gegeben. Und die sind, sagen wir mal, auch in großem Abstand weit vor den anderen Ergebnissen gewesen. Nah dabei, oder sagen wir mal, als nächstes kam dann die warme Nahwärme, die man aber dann, sagen wir mal, aus anderen Gründen, also Verbrennung fossiler mehr Energie, dann auch verworfen hat. Insofern haben wir ein klares, eindeutiges Ergebnis. Jetzt gilt es natürlich, die Optimierung noch voranzutreiben.
Wenn wir jetzt nochmal über die Simulation sprechen, was waren jetzt, Sie habt ja jetzt Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften gehabt, so 35, 30 bis 35, habt die verschiedenen Varianten entsprechend untersucht, habt das Gebäude dargestellt, ne, das Gebäude simuliert, auch das Nahwärmenetz, auch das Temperaturverhalten, darauf basierend auch dann den Wärmepumpenbetrieb, darauf basierend entsprechend der Strombedarf der Wärmepumpe und das in Kombination gebracht mit der Photovoltaikanlage, sodass ihr in der Summe für das Quartier quasi ermitteln konntet, auch mit Batteriespeicher oder Quartierspeicher dazu nochmal, wie viel Prozent der PV-Erzeugung kann man direkt in dem Areal nutzen, wie viel wird eingespeist und was ist dann der resultierende Netzstrombedarf und Netzstrombezug. Das war im Prinzip so von der Simulation her so diese Aufgaben, die ihr dann entsprechend dargestellt habt. Das sind genau die Aufzählung der vielfältigen Aufgaben, aber auch der vielfältigen Lösungs- und Ergebnisse, die man dann bekommt. Einfach, sage ich mal, das sehr umfassend und sehr breit simuliert. Ja. Vielleicht nochmal zu einem Vorteil, diese Zeitschriebbetrachtung oder das Simulieren über einen Jahresgang lässt natürlich auch zu, das nochmal genauer zu betrachten. Es ist quasi wie ein virtueller Betrieb, ja, da in der Simulation. Das heißt, du lässt die Anlagen wirklich mit ihren Eigenschaften laufen. Da ist dann das Wetterprofil dabei, da sind die Sonnenscheinprofile mit dabei, da sind die Charakteristika der Wärmepumpenanlagen. Also stellst du zum Beispiel ein, wenn eine Wärmepumpe jetzt sich abgeschaltet hat, muss sie eine halbe Stunde warten, bis sie weiterläuft, um mal ein Beispiel geben. Das heißt, alle Anlagen und Systemeigenschaften oder auch die Regleroptimierung sind dort alles Optionen, die aus dem Werkzeug heraus möglich ist. Dieser Zeitschrieb, sagt dir dann, den kannst du dir auch ansehen, auch hoch aufgelöst, wann zum Beispiel ein Speicher einspeichern sollte, weil einfach sagen wir mal, der kumulierte Stromerzeugungsmenge da ist und du kannst dann auch direkt aus diesen Betrachtungen der Zeitschriebe heraus kannst du deine Regler optimieren. Das ist also ein iteratives System, Timo das vorhin schon dargestellt hat, in dem du direkt siehst, wie die Anlage dann in Zukunft wirklich im Betrieb arbeiten wird. Und du hast natürlich eine Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten, indem du dort an den Reglern natürlich dann deine Optimierungen vornimmst und sofort das Ergebnis sehen kannst. Gutes Stichwort, würde ich gerne zum Thema nochmal zurückkommen. Timo, wir haben ja jetzt über die Simulation, über die Planung gesprochen. Der Frieder hat es jetzt schon gerade angesprochen, wenn man das nachher in den operativen Betrieb realisieren will. Also man macht eine Ausschreibung, sucht einen Energiedienstleister. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt schon oder vielleicht in der Zukunft, wie man das, was man simuliert hat, tatsächlich dann im Betrieb auch realisieren kann, gerade die Optimierung der verschiedenen Anlagen? Ja, das ist ein Thema, das bei uns auch sehr hoch aufgehangen ist. Also Polysan ist bisher ein Ingenieur nicht gewählt. Aber wir haben intern jetzt ein Projekt laufen mit Industriepartnern zusammen, wo es darum geht, diese Regler, die man eben in Polysan in bestimmten Betriebsweisen vorzugeben, exportieren kann und letztendlich in real existierender Regelungshardware implementieren. Das ist ein Projekt, was vorangeht. Und ein zweites Thema ist, dass man ja mit diesem Engineering-Modell, mit dem man in der Planungsphase gearbeitet hat, eigentlich schon einen digitalen Zwilling vom Gebäude hat und den dann später tatsächlich im Betrieb zu verwenden, um Betriebsführung bzw. die Betriebsoptimierung zu machen. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, wo wir auch weiter dran arbeiten. Gut, spannend, ja. Ihr seid ja auch auf dem Kongress Energieautonome Kommunen Anfang Februar in Freiburg mit dabei. Was sind da die Themen, die ihr vorstellen werdet? Ja, in unserem Workshop werden wir letztendlich einfach präsentieren. Also wir werden eine Präsentation machen, eine allgemeine Präsentation, mal zeigen, was die Software so kann, aber letztendlich auch einfach mal live demonstrieren,
das ganze Audit, wie man da arbeiten kann, vielleicht auch die Leute, die dort eben in diesem Workshop anwesend sind, fragen, was ist denn interessant, wie wird man machen? Das sind ganz, ganz spannende Themen und es ist eine ganz gute Vorgehensweise, die man eben in diesem Workshop-Format sehr gut machen kann. Mhm. Spannend. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage an dich, Frieder. Du arbeitest ja jetzt mit der Software schon längere Zeit und aus deiner Sicht, wann lohnt es sich oder ab welchen Projektgrößen oder Charakteren lohnt es sich eigentlich mit einer Simulation zu arbeiten, anstatt jetzt eine statische Betrachtung zu machen? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die vielen Energiedienstleister, Stadtwerke denkt oder auch an die Kommunen, die mit solchen Projekten konfrontiert sind, dafür Energiekonzepte erarbeiten. Aus deiner Erfahrung, ab welcher Projektgröße oder Anforderung sagst du, lohnt es sich, auf eine Simulation zu gehen, um da eine Jahresbetrachtung zu machen? Ich denke immer dann, wenn du nicht sehr einfach und klar definierte Verhältnisse hast und einfach was lernen willst über dein Quartiersprojekt und wenn du das, sagen wir mal, auch wirklich dann begreifen willst, was dort im Einzelnen passiert und dann einfache Kennzahlen einfach nicht ausreichen, ist es sinnvoll, auch bei einer Kombination mehrerer Anlagen, die ja die ihre Eigenschaften haben, dann lohnt es sich in jedem Falle auf das Simulationsprogramm zu gehen. Weil du, sagen wir mal, ich habe das mal immer gesagt, das Werkzeug nähert quasi die Erfahrungen des Anwenders. Man lernt was dabei über sein System, was man da konzipiert, was dann später ja in Vorplanung und Anladung, Planung doch mal sehr viel konkreter simuliert werden kann. Das ist eigentlich der Mehrwert. Aber es sind natürlich auch eigentlich einige To-Dos, das muss man beachten dazu. Also es könnte natürlich zeitlich einfacher sein, mit Kennzahlen zu arbeiten und Profile einfach zu integrieren. Aber ich denke, der Mehrwert für Wochen ist also der, dass man auch, indem man Module schafft, natürlich diese auf andere Quartiere anwenden kann. Also gerade wenn man daran denkt, dass man solche Quartiersaufgaben doch, sagen wir mal, in Zukunft sehr viel öfter auf uns zukommen werden. Ich glaube kaum, dass sehr viele konventionelle Quartiere geplant werden. Dann ist es ein Mehrwert. Die Anschaffung lohnt sich, die Einarbeitung lohnt sich. Die ist natürlich, man muss einiges dazu tun, um das zu erreichen. Aber ich denke, auch die Confidence, also dass ich vertraue dann meinen Ergebnissen und bin sicher, weil ich keine Kennzahlen habe, sondern tatsächlich realen Betrieb simuliert habe, das ist es dann wert, auch auf ein Simulationsprogramm überzugehen. Prima, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke, Timo, dir für den Einblick in eure Lösung. Und vielen Dank, Frieder, dir für euren Bericht von dieser sehr spannenden Machbarkeitsstudie. Wir werden auf unserem Podcast im Download dann nochmal weiteres Infomaterial dazu bereitstellen und gegebenenfalls wird ja auch die Studie zumindest in Teilen dann auch veröffentlicht oder Aspekte davon und darüber werden wir dann auch entsprechend informieren. Also das wird es dann auch bei uns im Download-Bereich dann etwas später dann geben und herzlichen Dank für eure Zeit und ich freue mich dann auf eine spannende Diskussion in Freiburg auf dem Kongress. Danke, Harald. Vielen Dank, Harald. Ja, wir freuen uns auch. Tschüss. Tschüss. Das war Einfach Clever, der Podcast für die kommunale Energiewende. Alle Infos und Downloads zu diesem Thema und viele weitere Folgen finden Sie auf ekademie.com. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken und abonnieren Sie ihn doch einfach. Dann werden Sie automatisch über jede neue Folge informiert. Und wenn Sie selber ein spannendes Projekt realisiert haben, worüber Sie berichten möchten oder eins kennen, dann schreiben Sie uns unter hallo@ekademie.com. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.